jetzt am Start. Eine wunderschöne Tremmer W4X Bogen. Das ist ein Nachbau von einem Rennflugzeug aus den 30er Jahren. Ende 20er Jahre, 30er Jahre, also gibt es ein 20-30. Hat insbesondere in den USA schon Luftrennen gegeben und die Konstrukteure haben sich dort gemessen, dass sie immer schnellere und leistungsfähige Flugzeuge haben bauen. Und wenn sie das Flugzeug schauen, das ist eigentlich ein fliegender Luft. Der Motor, in dem Fall der Sternmotor, Größe für den Rundflug gegeben. Oberluft und kleine Cockpit, wo der Pilot drin gesessen ist. Und möglichst kleine Flächen, damit es irgendwie Widerstand ist. Es wird Öl im heißen Abgasstrahl. Auch unser Kollege Fitzmann hat das Modell recht abgebaut. Also wir sind einige hundert Stunden mit über 9 Meter Spannweite und über 9 Meter Grundlänge. Licht ist über 30 Kilo. Das heißt, dass es ein Magnum ist. In Deutschland wird es im Moral ab 25 Kilo abgenommen werden. Analog mit einem Magnum-Produkt. Das Flugzeug auf Festigkeit wirft, also es wird belastet mit Sandsäck auf dem Flügel, ob das nur stabil ist und die ganze Antriebstechnik und Steuerungstechnik werden überprüft, ob das Status geahnt ist, ob alles ordnungsgemäß ist und dann kommt der Pilot die Zulassung immer und darf das Modell erst mit der Zulassung fliegen. Alle Getränke ist durch das Spektrum von Geschwindigkeit. Trotz der Motivierung auf Schnelligkeit kann man auch das Modell konzentrieren. Das ist auch ein wunderschöner Petrol von einem Großzylinder, Sternmotor, wo das Modell abgibt. Ist schon
Als nächstes sehen wir wieder Telenummern mit einem Flakmodell XL Power Spectre. Das ist quasi die erste, die uns hier vermutlich wieder das atemberaubende Programm zeigen wird.